10 Tage nach dem Putschversuch wurde der Polizist Erhan Çelik bei einem Angriff der Terrororganisation PKK in Hakkari verletzt. Jetzt wurde der Polizist entlassen. Er bekam weder eine Auszeichnung, noch kann er seine Therapie fortsetzen. Der Kolumnist Saygı Öztürk hat in seiner Kolumne in der Sözcü den Brief des ehemaligen Beamten abgedruckt. Auf meinem rechten Auge sehe ich nichts. An meinem linken Arm gibt es Verbrennungen dritten Grades. Überall an meinem Körper sind Granatsplitter und auf der linken Seite meiner Brust gibt es ein Einschussloch. Wegen der Entlassung wurde meine Krankenversicherung für 100 Tage eingefroren. Weil ich weiterhin eine Trommelverletzung habe, soll ich in 2 Monaten operiert werden, so der ehemalige Polizist Erhan Çelik.